geht, Freundin aus dem Welt. Wir switchen rüber und let's rock. Das ist einfach eine 11-Minuten-Folge, Alter. Die mit Toilettenspülen anfängt. Oh, das ist geil. Hä? Junge, voll cool. Der Typ ist einfach wie so der typische Schulhof-Typ, der einfach immer so übelst lässig rumläuft, Alter. Oder wie früher, Alter, wo die Hose halb unter'n Arsch war. Ich frag mich immer noch, warum man das gemacht hat. Bei uns in der Schule, die Leute, die Hose, Jeanshose, so getragen haben, die konnten nie richtig rennen, Alter. Die sind immer gerannt, als hätten sie eingeschissen. Es gebe die Fanschia geil, das sind Untertitel einfach dann Fähigkeitsfehler. Vielleicht gibt es ja auch so einen witzigen Texte. Bei Loki Show war das ja auch so. Einerseits ist das auch blöd, weil ich den nicht immer gern anhab. Was ist mit ihm? Ich glaube, die ist kaputt. Was geht mit ihm, Alter? Der Sonic verschluckt. Oh, das ist auch Flash. Ach du Heiliger. Ich glaube, das sind Budins Träume. Seine Zeitkräfte müsste man verstehen, wenn man wüsste, wie weit er zurückdrehen kann. Dann könnte er doch bis zum Ursprung und alles komplett verhindern eigentlich. Weil er reist ja nicht nur durch die Zeit, er dreht sich ja wirklich zurück.
sterben, jetzt wird's ernst. Gold. Diese Skippe, die sie gerade gebaut haben, erinnert mich an eine bestimmte deutsche Gruppe aus den Weltkriegszeiten. Gut, die waren ja auch, glaube ich, noch nach dem Weltkrieg aktiv, ne? Oder? Ich weiß nicht, ob man das hier so aussprechen darf, deswegen sage ich es nicht. Mushroom's back! It's good to see you alive. Again? Yeah, most ja, aber er versteht sie. Are not ready. Some of them are about to wake up. Bereit. I could show you. The rest of them will probably wake up, you know, less than 10 hours or so. Don't give me that look. I did my best, okay? Now go on. Let's meet them. Commander wants to see a thought. Hey. Mr. Leonardo! Call me Leo. I meant to call you that way. Oh. No? Yes, of course. Still using the skibbity language. Benutzt immer noch die Skibbity-Sprache. Sir, with respect, I have no idea what you're talking about. Ja, ich aber auch nicht, aber der andere versteht es anscheinend. Und er versteht anscheinend die normale Sprache auch, also. Alright, wieso spricht er denn nicht so? Here we go. Oha, Alter, geil. Was ist das hier, Alter? Sam Fisher Skippity? Nee, doch nicht. And I thought that was never gonna happen. Finally! Billy is away! Those were expensive, you know? How long? How long has it been? Actually long enough. The war is not going good and... We're almost doomed. Yeah, I know. I'll share the details on the way. Was soll das sein? Sollen das Suicide Squad sein oder was? Oder wirklich Fantastic Four hieß nicht? Fantastic Four, ja? Mit Hulk und ja. When did he wake up? From the beginning, ja. He was the first volunteer for revolution, remember? Boah, Alter, ich weiß echt nicht mehr. Ich würde sagen, ich war nicht so unbedingt der Hulk-Fan. Seems like this Clock Titan is dominating the entire war. What's the plan to kill him? Kill him? Nah, we can't. And what's the point of your existence? Hey, hey, chill. Seems like at least this baldy guy was trying something in the battlefield. The hell you were doing this whole time? Preparing the final scenario. Oh, na, da bin ich mal gespannt, was das endgültige Szenario sein wird. If you allow me. Take a note. It's important to make a plan which is capable of reaching success.
The plan is not to kill the Clock Titan, but is to lock him in place. We'll keep the Time Guard busy until the G-Man Apocalypse is ready to launch. Die G-Man Apocalypse! Less than 15 hours. And then, doesn't matter how many Titans they have, the war is over. These clocks don't make sense. They're so broken. Oh, really? How smart of you. I mean, what kind of an AI can possibly stop time? Well, in the first place, I didn't even think humanity could reach to such a power so that then they could give this power to an AI. No, they weren't made by us. Not only clocks, but also drills and pencils. Pencils! Dreht ja bei allem durch. Sei doch nicht stark. Save those punches for the enemy. Maybe the other countries? Nah, we were the most advanced country, and yet even we didn't dream of having such a power to control time. Dead. You have the right to say so, but why speakers? Why not? Anyway, it's the final battle. Die klassische Antwort auf irgendwas mäulich. Sag ich aber auch immer, wenn mich jemand das fragt, sag ich auch immer bei bestimmten Dingen, warum nicht? Zum Beispiel, warum hast du das mitgebracht? Nee, warum nicht? Commander. Oh, so, mal eine coole Folge, Alter. Och, liebe Skibidis, gegen die werden die jetzt bestimmt erstmal zu kämpfen haben. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.